Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. And that's how I met your mother. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm, Episode 3. Ich habe gerade den Titel der Episode 3 vergessen, sorry. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters... Rose is my wife, and your mother, but the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah, your birth mother. Sheesh. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Warte mal, ist das Hemd, das Rachel anhat, das Hemd, das Max später trägt? Fällt mir gerade auf. Sorry, wenn ich im Moment damit gerufen habe, aber es ist gerade voll krass. Ah, Schieseldiesel. Wie weit können wir weglaufen? Oh, nicht. Hier gibt's unsichtbare Wände. Alles klar. Wende dich im Fernglas zu und drücke A, um dich zu Rachel zu gesellen. In high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Das passt gut zu Rachel, ja. On, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families,
Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Sarah became pregnant. I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father is the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Aber warum? For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. Was? Warte, warte. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. Als ob. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own. Oh my God, wie räudig. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Gute Entscheidung. Finde ich. Also, wenn sie keinen Bock auf Kinder hat, ne, dann soll es. Also, solche Eltern sind mir echt zuwider. Erst ein Kind in die Welt setzen und dann nur an sich selbst denken. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie als Mutter war bis zu dem Zeitpunkt, aber das war der komplette Absturz. Also, Ehre an den Vater, wirklich, muss ich gerade jetzt mal ernsthaft sagen, dass er wirklich seine Tochter vorzieht und quasi sich so ein bisschen, sie quasi, also die Mutter aus dem Leben ihrer Tochter zieht, das ist schon heftig, aber zur Sicherheit, ne? Boah. What you saw at the Overlook, Rachel? It was true, we kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her and I was happy for her that she felt like she'd gotten her life together finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother, not after what she'd done, but after all the people she hurt, all the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. Hat er nicht ganz unrecht. Pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. Harter Tobak. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement.
But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah, when I took Rachel away, I... Es mag ja sein, aber sie ist doch jetzt alt genug, um das selber zu entscheiden, oder nicht? I will continue to protect her no matter what. But maybe she's different now. People change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money. Ja gut, das stimmt auch wieder. 15 fucking Jahre. I think I need to lie down. Das ist nicht ein Jahr oder ein paar Monate, von denen wir hier reden. Wir reden von 15 Jahren, ein ganzes Leben. Ein ganzer Mensch ist da entstanden währenddessen. Und sie hat nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen. Wegen des Geldes, wegen ihrer eigenen Existenz vermutlich. I can't leave Rachel to deal with this alone. Ich nehme... Also James ist doch ein Ehrenmann, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Er hat die schwerste Entscheidung seines Lebens getroffen und sie aber sehr gut umgesetzt. Ich meine, aus Rachel ist ja was geworden, ne? So ist es nicht. Krass. Max, Alter, das sieht ja mega cool aus. Ich dachte, das Merkwürdigste an den Embers sei, wie normal sie sind. Sie wirkten wie eine Familie aus einer schlechten Sitcom der 90er und ich tat mein Bestes, die Rolle der schrulligen und doch liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ja, ich verzehrte ein Foto von James aus der Zeitung am Kühlschrank, aber nur, weil er so dumm aus der Wäsche guckte. Das Ziel war es, rein und rauszukommen, ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir flüchten können. So viel dazu. Rachel konnte nicht einfach da sitzen und ihren betrügerischen Vater so arrogant tun lassen. Ich versuchte, sie abzulenken und sie an unser Ziel zu erinnern. Es hätte fast geklappt. Dann drehte Rachel durch und ich schätze, sie erträgt die Lügen nicht mehr. Sie erzählte ihrer Mutter, dass James mit dieser Frau umgemacht hatte. Alle schrien herum und bevor ich mich versah, ging Rachel im Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Dann kam endlich die Wahrheit heraus. Rachels Mutter ist nicht ihre Mutter. Rachels echte Mutter ist die Parkknutscherei. Und ich bin umgehauen. Chloe, die Schuldige und doch Liebenswerte. Der Fluchplan da rechts. Als ob. Eieiei. Damit hätten wir... Das letzte Puzzleteil, Sarah. Was kann man über eine Frau sagen, die so mysteriös ist, dass ihre eigene Tochter bis jetzt noch nie von ihr gehört hat? James erzählte uns, dass Sarah drogenabhängig ist und sich auf eine Menge verrückte Scheiße einließ. Und mit Drogen meine ich Überdosis und Tod in einer Gasse, nicht rauch mal einen Joint und guck dabei Anime. Als Rachel ein Baby war, nahm sie Drogen, statt sich um Rachel zu kümmern. Die Dinge wurden so schlimm, dass James Rachel davon wegbringen musste. Was, by the way, immer noch eine Ehrenaktion ist. Das Komische ist, selbst als James und Sarahs furchtbaren Taten sprach, wirkt er immer noch auf sie fixiert, würde ich mal sagen. Man konnte sehen, welche Macht sie über ihn hat. Tatsächlich konnte ich nicht anders, als an Rachel zu denken, als er davon sprach, wie beliebt und faszinierend Sarah war. Ob James es auch sieht? Vielleicht hat er deshalb solche Angst vor ihr. Jedenfalls ist Sarah jetzt in Arcadia Bay und will Rachel treffen. Nachdem sie jahrelang James Geld annahm, um wegzubleiben, will sie plötzlich eine Beziehung zu ihrer Tochter? James wirkt skeptisch. Und Rachel... Ich kann mir nicht mal im Ansatz vorstellen, was sie gerade durchmacht. Episode 3, Land der Freaks, voller Bananen, Porträt der Überlebenden, schmieriger Schleim, tägliche Schwanz. Ah ja! Snackbox, leere Leinwand, brüderliche Extremität, Schreibtisch des Staatsanwalts, unbeachtete Warnung. Dass wir aber auch in jeder Szene 3 vergessen. Vielleicht schaffen wir hier auch mal 8 oder 10, das wäre schon mal cool. Wir haben fast alle Orte entdeckt. Also wir werden hier anscheinend nicht mehr so viele Orte finden, habe ich das Gefühl. Gruppen-SMS. Was ist das denn? Ach so, von der Schauspiel-Ding. Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der Besitzung. Ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du sollst kommen. Ja, Chloe, du warst großartig, Süße. Hey, Chloe, super gemacht. Brooke? Oh lol, ohne Brille. Sweet. Sieht echt cool aus. Danke, aber ich kann nicht. Aber du hast uns total gerettet. Ohne dich hätte es keine Aufforderung gegeben. Ich meine, ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Das Leben könnte halt so schön sein, ne? Wenn nicht so viel Scheiß da wäre, Mann. Ich meine, ich verstehe halt auch immer noch nicht, warum Rachel abhauen möchte.
ihr geht es ja auch gut, finde ich. Can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. I can't even imagine how she must be feeling. Yeah. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Sorry that tonight turned out so differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Hm. Well, das ist so, this must be pretty awkward, I'd imagine. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. Ja, kann ich verstehen. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. Ja gut, das stimmt. It Sie gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Ich kann die Mutter schon verstehen. Ich meine, 13 Jahre, ne, wir haben es gerade schon gesagt, ist tatsächlich ziemlich viel. Und die Ehe war bestimmt nicht nur perfekt, aber... Ich glaube, als sie wusste, dass James, Sarah, also ich denke mal, dass das... Rachel took that pretty hard. Ist cool, Chloe, dass ich nicht zu Ende reden darf. Dankeschön. Ich glaube, dass James ihr das schon relativ früh vermittelt hat, dass... Also ich meine, es macht ja nur Sinn, er hat ein Kind. Ist ja klar. Er hat sie ja mit Rachel kennengelernt, so. Und... Dann kam das halt raus, so mit Sarah, dies, das, dass er halt, dass sie so und so drauf ist und er sie halt, ne, und so weiter. Und ich denke mal, dass sie das, dass Miss Amber hier, Rose, das schon relativ schnell verarbeitet hat. Und naja, wenn James 13 Jahre lang ein liebender Vater und Ehemann ist, dann denke ich mal, macht so ein Kuss mit der ollen, eigentlichen Mutter von Rachel nicht mehr so einen Unterschied. Wobei das schon weird ist, aber... Kann man schon verstehen. Ja, der Tisch ist, Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Ist ein nettes, Mosaik-Puzzle jetzt, ne? Auf jeden Fall. Ich find's auch cool, wie einfach nobody a shit gibt und den nicht wegmacht. Aber gut. Ach ja, mit James wollten wir noch reden. Wonder what James is thinking right now. Ich glaube, dass er einerseits... so ein... bisschen den Kuss bereut, also auf jeden Fall bereut er den Kind, wobei ja, gut, ist halt ein Abschiedskuss. Ja, ist gut. This must be hard for you too.
Master Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Da hat er leider auch recht, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Die Hölle ist leer. Episode 3 von Life is Strange Before the Storm. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Sie hat ein richtig cooles Zimmer, muss ich mal merken. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nichts ist unmöglich. Das Wort selbst enthält möglich. Audrey Hepburn. Der Anfang ist immer heute. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare. Machen wir uns bereit, mit dem Unersprechlichen zu ringen und finden heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Douglas Adams. Ehre. Ist es recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen und ein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag? Henry Candle. Kiss Me Kate in der Promenade. Once Upon a Time im Forum des Paradiso. Die Glasmenagerie im Weber-Theater. Da sind ein paar Gespräche dabei, muss man ja mal lassen hier. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Löwenkrebs, wow. Lion Cancer. The Cusp of Oscillation, Cancer Leo, Strengths, Creative, Passionate, Loving, Devoted, Diplomatic, Weakness, Self-Centered, Volatile, Possessive and Dramatic. Ist das Zufall, dass das einfach zu 100% auf Rachel zutrifft? Kenne ich aber irgendwo, ja. Naja.
Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so alone. Das sind sie meistens. An unsere wundervolle Tochter, wenn der Abend ihre Saison auf Hals und Bein, wo wir lieben nicht mal Mantel. Alter, wie schön die Karte ist, so selbst gezeichnet alles. Cold light. Kann man das anmachen? This light needs more light. Okay, ich glaube, ich weiß, was sie vorhat. Sie will die Decke beleuchten. I find around here to brighten up that night light. Stickerei. The yin and badass yang of Rachel Amber. Above all, remember your love. Before all else, be armed. Okay, not bad. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Notfallkoffer. May you always be safe. Sure. But from who? Da ist eine Riesenlampe drin. Die Musik ist so wunderschön, Alter. Ich raste aus. Chloe, ich schließe nicht ab, falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Bitte komm nach Hause. Es ist auch egal, wenn es nach der Ausstellungssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Ah, das ist 1 Uhr morgens? Ja, moin. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Ein Typ 4, hä, was? Typ 4, der Individualist. Kreativ, sensibel, unabhängig, neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für ein Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereitet, zu konzentrieren. Ja, das ist gerade im Moment ein bisschen schwierig, ne? I could get grades like this. I just don't want to. Leistungskurs Latein, personifizierte Exzellenz. Ausnahmslos, einsichtsreich und engagiert. Unermüdlich in Geist und Seele. Eine absolute Spitzenschülerin. Sie ließ das Licht von Dionysus hell erstrahlen. Makellose Beteiligung. Alter, solche Zeugnisse habe ich ja noch nie gelesen. RIP. Oh. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since that. Oh, sweet. At least she'll have something from tonight. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Mm-hmm. Oh, we can graffiti machen. I think Rachel could use another subject. But which one? That's the one. Was? Where do babies come from? I bet Rachel could have any study partner she wanted. Where do babies come from? Show and tell. Lol. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Ah, oh, das mit dem Feuer, ne? Oh, Alter, Wall of Text, Junge. Uff. Even you, Willy, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Vollständigen Werke, als ob. Was ein Nerd. Aber finde ich cool. Rachel's
really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Wir können Augengraffiti machen. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Alter, wie easy man Graffiti übersehen kann, wenn man nicht hinguckt, ne? Land der Oh ja, das ist es, oder? Alter. Maybe I can make the world a less scary place. Etwas, was Rachel sagt, etwas, was ich sagte. Wir nehmen mal einen egoistischen Teil. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Let me know if you need an account, please. This is sweet. Definitely. Ups. Yes! Porträt der Überlebenden. Okay. Das ist doch das, oder? Nein. Ach du Scheiße! But it still seems hard to believe. Schwierig. Ich meine, noch ist Nathan ja kein Asshole, sondern nur ein Dickhole. Ist das ein Wort? Haben wir jetzt irgendwas gefunden? Ach so, ja, wir können hier. Warte mal, ich könnte. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me. When she's ready. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Achso. Hat jetzt kurz Angst, dass schon die Action abgeht und wir hier nicht was machen können. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Oh, wow. Als ob das die gleiche Größe ist. Erzähl mir doch nix. Already ja, sure. Light show. Better get her attention first. Das war so ein Anime-Moment. Das ist ja niemals durch Zufall genau gleich groß. Aber es ist eine coole Idee auf jeden Fall. Jetzt wird hier romantische Stimmung gemacht. Hey. Check it out. Boah, wie cool. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? You remind us there's so much beauty out there. Which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Fuck the stars. We can make our own. Yeah. It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think.
think you're the only one in the world I can trust. I don't know. I bet there's, like, one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're one in 100 infinities, Chloe Price. Aww. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Oh Mann, das ist schon echt krass. Aber man muss halt sagen, ihr geht's trotzdem super gut. Sie ist gesund, ihre Familie ist gesund. Naja, und sie hat Chloe. Es ist ja, es könnte schlimmer sein. Also es ist schon echt tragisch, aber... Immerhin leben noch alle. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Of course not. It might be tough to track her down. Yeah, that's true. Luckily, I've got my secret weapon. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. I think I might be able to fix up that truck in the junkyard. Really? I'll give it my best. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I didn't know how to keep talking to him. I still don't. But it doesn't matter. All that matters is that he's there. Your dad? In my dreams, he's there. It's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking...
Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right.